Leute, hallo und herzlich willkommen zurück zum Farm Mechanic Simulator 2015. 14% haben wir schon abgeschlossen in Sachen Karriere. Das heißt, nicht mehr lange. Da haben wir schon 25%, denn wir sind schon bei Auftrag 12. Und jetzt weiß ich gar nicht, ob er noch die Zustände gespeichert hat. Denn ihr seht, ich habe schon beim Motor ein bisschen was geguckt, weil ich dachte, er speichert es nicht. Weil ich wollte gucken, ob ich irgendwas vergessen habe oder so. Da habe ich beim Motor geguckt. Das heißt, ja, okay, ich habe jetzt ein bisschen geschummelt. Das war eigentlich nicht Sinn der Sache. Es wird nämlich wahrscheinlich die Lichtmaschine sein, die kaputt ist. Und deswegen werde ich jetzt schauen, ob ich die reparieren kann. 310. Wie viel bekomme ich denn überhaupt? 450. Ja, für die Sucherei lohnt sich das ja dann auch wenigstens. Das heißt, macht Sinn, dass wir da jetzt Zeit und Geld rein investiert haben. So, einmal zumachen. Tür ist schon zu. Und dann sind wir fertig. Bitte Mähdrescher. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr nett. Noch ein John Deere. Das hat jetzt mal etwas dicker. Ja, 128 PS. Bremstrommeln ersetzen, Öl wechseln. Um das Öl zu wechseln, musst du zuerst das gebrauchte Öl aus der Ölwanne ablassen. Dann schließe den Pfannendeckel und öffne den Öleinlassdeckel. Meist befindet er sich beim Motor. Nachdem es getan ist, kannst du das Öl einfüllen. Vergiss nicht, den Ölstand mit dem Messstab zu überprüfen. Der Ölstand sollte der Mitte der Skala entsprechen. Nachdem ein angemessener Stand erreicht ist, schließe den Einlassdeckel. Ja. Würde ich sagen, fangen wir mit den Bremstrommeln an. Das ist ja relativ schnell gemacht eigentlich. So. Moment hier mal. Ist die Bremstrommel hinten? Vermutlich ja, weil vorne habe ich jetzt keine gesehen, auch wenn es Sinn machen würde, dass vorne auch welche wären. Hintere Trommel. Vermutlich ist das die Bremstrommel, also was ich gerade ausgebaut habe. Zur Vorsicht werde ich jedoch einfach nochmal alles ausbauen. Man weiß ja nie. Man kann nie wissen, also von daher gucken wir nochmal. Ne, das war es auf jeden Fall nicht. Bremstrommeln, also beide. Also langsam fängt es an, ein wenig komplizierter zu werden. Hintere Trommel. Ich baue mir erstmal den vorderen Reifen wieder zusammen, dass ich die Teile loskriege. Zack. Ist auch wieder dran. Die Narbe und dann letztendlich das Rad. So, nicht vergessen, über Kreuz anschrauben. Ist immer besser. So, fertig. Dann mal schauen, ob wir die Trommeln reparieren können. Nein, können wir nicht. Wir kriegen 610. Gebraucht. Wir können die nicht reparieren, das heißt, wir müssen so oder so neu kaufen. Hintere Trommel. Moment, sind die beide beschädigt oder ist einfach nur eine beschädigt oder so? Beide beschädigt. Sprich, ich muss so oder so zwei kaufen. Boah, ey. Wir kriegen 610 und ich habe jetzt alleine schon, Moment, zweimal
800 Euro, also schon 600 Euro ausgegeben. Der Ölwechsel noch gar nicht mehr drin. Oder konnten wir das gebraucht kaufen? Ich glaube nämlich nicht. Weil es ja ein Verschleißteil ist im Endeffekt. Bis jetzt sieht es nicht noch aus. Ich hoffe, dass es weiterhin so sein wird. Nein. Hey, das sind ja so Aufträge, wo wir gar nichts kriegen. Ist ja auch blöde. Ja, wenn ich mir denke, wir bekommen jetzt 610 und geben schon 600 für das Öl aus, für die Trommeln aus und dann wahrscheinlich nochmal so 10, 20 Dollar für das Öl. Macht wenig Sinn, da überhaupt noch irgendwas zu machen. So, hier geht's noch besser, mit dem wir Kreuz anziehen. Hier auch festziehen. Sehr gut. Hier entsprechend dasselbe. So, dann sind wir soweit fertig, oder? Ja, und jetzt noch das Öl wechseln. Irgendwas mit öffnen. Nein, sowas eigentlich nicht gedacht. Wahrscheinlich Öl ablassen macht Sinn von unten. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Und das wird hier so wahrscheinlich sein. Glaube ich. Hier. Hä? Da füllt man doch kein Öl ein. Öl füllt man immer von oben ein. Wie soll ich denn jetzt das alte ablassen? Boah. Ist auch ziemlich schlau jetzt gerade gelöst. Wahrscheinlich, weil ich einfach, okay, man kann keine Probefahrt machen, wenn es nicht erwünscht ist. Das ist natürlich jetzt gerade ein bisschen dummi. Ne, das ist das Rad. Muss also irgendwo am Motor das Öl rauslassen. Die Frage ist halt nur, wo? Das sind ja hier die Ölfilter. Die Viecher hier. Ich, ne, das war schon mal nicht richtig. Hä? Wo soll ich mit dir das Öl rauslassen, wenn ich unten? Weil es immer das Öl unten raus. TF. Ich glaube, das war der Benzinfilter hier, oder? Ne, Ölfilter. Ja, wenn das der Ölfilter ist, ist das hier das Öltank oder nicht? Ja, zeig halt den Deckel nicht an, sehr gut. Habe ich abermals. Hä? Ich kann nichts machen. Ah doch, ich kann einfach. Hä? Ich kipp jetzt gerade. Wie bitte was? Ich habe jetzt gerade Öl reingekippt. Da. WTF. Okay, das ist jetzt gerade. Gibt es hier irgendwie eine Hilfetaste oder so? Nein. Hier ist Öldingens. Es sollte rein theoretisch irgendwo dazwischen sein. Ja, die Frage ist, wo ich es ablassen kann. Das wäre dann doch recht interessant zu wissen.
Data-Kabel. Nee, macht keinen Sinn. Hä? Wo soll ich das denn wissen, ey? Das ist mal richtig intelligent jetzt von mir. Was soll ich jetzt gerade... Hä? Achso, ja. Was soll ich denn jetzt hier machen? Ich kann ja auch aus welchem Grund auch immer kein Öl ablassen. Außer es geht jetzt, wenn ich jetzt frisches reingefüllt habe und jetzt altes ablasse. Wobei das wenig Sinn machen würde. Ja, es ist immer, einmal ist immer das erste Mal hier. Um Öl einzufüllen, entferne erst das verbrauchte Öl aus dem Tank. Okay, das will ich doch gerade die ganze Zeit machen. ETF, ey. Verstehe das nicht. Ja, ist doch gut, aber ich muss es doch irgendwie ablassen können. Wo lasse ich das denn ab? Wenn man nicht, wenn mir das einer sagen könnte. Öl lässt man immer unten ab. Und nicht, bei Pupp lässt doch nicht extra raus. Dafür ist ja das Ventil extra da. Wird auch wenig Sinn machen, das Öl absichtlich rauszupumpen. Ja, toll. Super. Das habe ich hier gerade. Habe ich der Öl eigentlich? Ne, habe ich nicht so bezahlt. Okay. Ja, hier, ich sehe ja, den Messstand ist zu viel drin, ist schon klar. Aber wie soll ich das denn rauspacken? Kann jetzt hier nur welches reinkippen. Oder sehe ich das jetzt gerade falsch? Ja, klar, läuft über. Verständlich. Ja, wie lasse ich denn welches ab? Das ist echt... Ich meine, ich habe es mir ja durchgelesen. Und in meinen Augen wurde es ja nicht erklärt, großartig, wie ich das jetzt genau anstelle. Beziehungsweise, eigentlich weiß ich es ja, aber es scheint ja nicht zu funktionieren, dass ich unten einfach hier dran bin, das Öl rauslasse. Weil, wo bitte lässt man Öl raus, wenn ich unten? Verstehe es nicht. Vielleicht habe ich auch wieder nur einen harten Denkfehler. Kann ja durchaus sein. Macht aber eher wenig Sinn. Um Öl einzufüllen, der Fan ist verbraucht Öl aus dem Tank. Ja, wo ist denn der Tank? Wahrscheinlich übersehe ich den einfach nur, aber ganz ehrlich. Es wäre auch nicht schlecht, wenn das einmal angezeigt werden könnte. Öltank. Das ist der Öltank. Das sieht man ja auch. Ich muss es da irgendwo ablassen können, oder nicht? Kann ja auch angst nicht sein, dass ich das alles abbauen muss. Rausnehmen zu können. Da ja irgendwo alles eine Verbindung hin. Außer nach da unten. Und zu diesem Rohr hier. Verstehe ich nicht. Also jetzt war mir ja alles logisch an dem Spiel. Aber das nicht mal ansatzweise. Ist ja auch nirgendwo anders verbunden, außer da. Und das ist ja nur die Halterung, sieht man ja hier unten. Da. Mann, ey. Im Endeffekt müsste der Öltank ja auch irgendwo hier unten rein, theoretisch nochmal sein. Aufgrund des, der Tatsache, dass da hier der Messstab drin steckt. Dann wäre es ja rein theoretisch logisch, dass es unten wäre, aber da kann ich es ja nicht rausnehmen.
verstehe es nicht. Hier. Der Öl steht, Ölmessstab steht da drin. Und da komme ich aber nicht ran. Ich kann ja auch nicht großartig was machen, oder? Nö. Nö, kann ich gar nichts machen. Hier gerade von Item bekommen. Benzinfilter, okay. Ja, das ist auf jeden Fall an der Stelle für diesen Part. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen und ich hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Part dann wiedersehen. Ich werde mal gucken, ob ich das Problem jetzt hier gelöst bekomme. Wenn nicht, dann nicht. Und ja, bis beim nächsten Mal wieder. Tschüss.